Alter. Thanks for the assist. Oh, you mean the hacking? No worries. Us scanners are pretty good at that kind of thing. I've got your back anytime. Also hat er sie jetzt gehackt oder so? We have to save those androids. Die sind doch alle tot, oder? Naja, wobei, wenn die Blackbox noch da sind. Their circuits are fried. I think they were only being kept alive by that enemy. Oh. Oh. Das ist bitter. Das ist, ja, bitter. Alle unsere, ja, Freunde, ja gut, Freunde, Kameraden, er, sind alle tot und wurden als Leichen von ihr so gesehen geschändet und gegen uns eingesetzt. Und jetzt haben wir sie getötet und jetzt sind sie auch alle tot. Naja, wir haben sie wenigstens befreit. So viel zum Thema Spaß und Freude da draußen, ey. So, what is it? That machine had some pretty weird things to say, huh? It's almost like it had actual emotion. The machines don't have feelings. You said that yourself. Yeah, I guess. Ich werde immer die ganze Zeit darum gestritten, ob die Dinger Gefühle haben, aber ja, naja, Maschinen haben keine Gefühle. Aber ist nun mal so. Kristall ist immer gut. Maschinen haben einfach keine Gefühle, das ist so und wird auch immer so sein. Eisenerz. Falls wir es irgendwie irgendwann nochmal wirklich gut brauchen. Hostiles. Den vertraue ich nicht. This thing is awfully verbose for a machine. We repay you. Come to our village. It could be a trap. Still, we should at least head over there and gather data, right? Untersuche das Dorf der Maschinenwesen. Was? Die haben jetzt hier auch noch ein eigenes... Wir haben sie gerettet? Ja, warte. Bleib geschmeidig. Es könnte eine Falle. Es könnte eine Falle sein, aber. Ich bin. Weiß es. Kleine Erweiterung. Oh, geil, eine Erweiterung. Wir sollen da scheinbar hoch. Wir haben eine Erweiterung bekommen, das ist cool. Hey. Aber weit weg. Ach, tut mir leid, ich muss jetzt erstmal reingucken. Warte, Mist. What's that? Oh, right. You wouldn't have seen that before. They're sending supplies up from Earth to the moon in the bunker. There are no spare parts or fuel in space after all. Huh. Okay. So, was mich jetzt aber ganz doll interessiert. Sind das zwei Gegenstände? Das Wanken durch Angriffe wird 15 Sekunden verhindert. Würde toll. Würde toll. Toll, ich dachte, das wäre eine Erweiterung für unsere Fähigkeiten. Mann. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Das nehme ich mit. Schönes Halsband. Ja, warum nicht? So why don't the machines, or the aliens who created them, attack the bunker directly? They originally came here from outer space, right? Well, there are a few theories about that, but no one knows for sure. Hard to tell what an alien is thinking, you know? Ja, sind's Aliens? Ja, sind gut. Sind, ich weiß nicht. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Da haben wir ja euer Dorf. Alle mit Friedensfahren. Süß. Ja,
Irgendwie schon ein bisschen süß, die Viecher. Maschinendorf. They all have white flags. Looks like they really don't want to fight. Tja, das sieht man. So, mit denen sollen wir reden, aber ich wollte eigentlich erstmal ganz kurz speichern und eine kleine Aufnahmepause machen, wobei ich kann noch mal ganz kurz nach oben tigern, oder? Na, komm, wir machen eine Aufnahmepause, sonst wird die Folge sonst noch zu lang oder nicht zu lang oder wie, je nachdem, müssen wir gucken. Gut, ich hoffe, wir sehen uns denn beim nächsten Mal wieder, wenn wir herausfinden, warum wir jetzt in einem friedlichen Maschinendorf sind und warum die Maschinen hier irgendwie intelligenter sind als die Maschinen, gegen die wir sonst kämpfen. Und ja, es ist, bleibt noch sehr viel offen, noch sehr viele Fragen, noch sehr viel... Wir gucken trotzdem hoch. Wir speichern gleich. Es bleibt auf jeden Fall noch echt viel offen hier. Guck mal, da hätten wir das da oben verpasst. Kleine Erholung, ist immer gut. Wir gucken uns erst nochmal hier um und dann speichern wir. Machen wir das so. Da ist wieder etwas... Ich frage mich, wann wir das hacken können hier. Ich gebe auf. Ist irgendwie voll der Nerd der Maschinen, oder? Sieht schon ein bisschen nerdig aus, der Typ. Ganz ruhig, wir sind nicht der Feind. Aber wer ist da sonst der Feind? Ja. Hey, da wollte ich nicht lang. Ich wollte da die Treppe. Oder hier, oder wie auch immer. Ich habe das Gefühl, dass die sich den anderen Maschinen abgewandt haben. Und deswegen sind sie jetzt hier in diesem... Naja, Dorf und... Naja, helfen uns. Komm da rein. Da ist eine Tür. Eine Tür hilft beim Reinkommen. Fähigkeitssalbe klein erhalten. Entschuldigung, ich habe falsche Taste gedrückt. Alter, erstmal den Typen ins Gesicht getreten. Ist ja auch egal. Fähigkeitsleiste wird für 15 Sekunden zweimal so schnell aufgefüllt. Ja. Ich wollte euch nicht töten. Entschuldigung, Alter. Ich dachte, jetzt geht's hier los. Jetzt verprügeln die mich gleich. Ich dachte gerade wirklich, dass die mir jetzt die, die Scheiße ausprügeln quasi. Das Spiel ist ja zum Glück ab 18, da darf ich das ja auch sagen. Wir reden trotzdem nochmal mit dem. Wisst ihr, wir haben schon so eine Art Beziehung zu euch Androiden aufgebaut. Ehrlich gesagt hoffe ich sogar, dass ihr das hier zu Anemone im Widerstandslager bringen könnt. Was ist das? Das ist ein Treibstofffilter, um die sie gebeten hat. Wenn ihr es zu ihr bringt, sollte das Beweis genug für das friedliche Einstellen unserer Gruppe sein. In Ordnung. Treibstofffilter. Okay, die arbeiten schon länger zusammen? Schnell mal Kartenupdate holen und schnell speichern. Wir machen jetzt nochmal, noch ein kleines bisschen machen wir noch. Das Spiel macht nämlich ein bisschen zu viel Spaß. Zu viel Spaß vor allem. Versuchen wir jetzt nochmal ins Rebellenlager zu kommen. Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Ich muss meine kleine Schwester finden. Sie ist verschwunden. Immer. Und das ist alles meine Schuld. Wahrscheinlich hat sie mein Jammern gehört, dass eines meiner Teile langsam rostet. Einrostet. Also ging sie in die Wüste, um nach Ersatz zu suchen. Das ist jetzt mehrere Tage her und sie ist immer noch nicht zurück. Bitte, Sie müssen mir helfen. Ich bezahle, was Sie auch wollen.
Verlorenes Mädchen angenommen. Natürlich helfen wir ihr da. Still, it's pretty funny to hear machines talk about siblings. Do you think she just means they were built at the same factory or something? Maybe. Ich bin total verwirrt hier. Ich weiß nicht, was das heißt. Tierköder. Brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was das heißen soll. Fernangriff plus K. Puh, der ist aber groß. Die habe ich schon mal gekämpft. Wie komme ich hier raus? Scheinbar nicht hier. Und, na komm. Wir machen es auch mal wie ein Käfer da hoch. Gut, dann haben wir einer wenigstens unsere Hilfe angeboten. Ich weiß nicht genau, wo wir hier lang gehen. Aber ich kann ja auch mal die Kamera drehen. Ah, schön. Wir wollten doch eigentlich zum Rebellenlager, oder nicht? Oder? Oh, hier ist auch hübsch. Wäre es nicht ganz so neblig da hinten. Können wir hier irgendetwas machen? Oder kommen wir hier irgendwie lang? Scheint nicht der Fall zu sein, oder? Nee. Warte. Ja. Ich immer die falsche Taste drücke. Immer noch. Ja, da wollen wir hin. Aktuelles Ziel. Wir sind... da. Da kommen wir aber nicht durch, weil wo das da angezeigt wird. Wir müssen... Warte mal, hier haben wir auch noch was. Und da haben wir... Wir haben noch jede Menge Quests. Da. Die klicke ich, die suche ich erstmal. Entschuldigung, aber die muss ich immer suchen. Wenn, dann wollen wir auch allen in dem Maschinendorf helfen. Wenn, dann wollen wir allen helfen. Tick, 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 tick. Schnell rennen kann sie auf jeden Fall. Hey, Freunde. Oh, süß, die schwenken nicht mehr die Fahnen. Das ist doof. Da unten soll es sein. Okay. Shop. Geil. Wo denn? Ah, Aufgabe. Oh, Widerstandsmitglieder. Ah. Oh nein. Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Gnade, bitte lasst uns einfach gehen. Ich glaube, hier liegt ein kleines Missverständnis vor. Du meinst, du bist nicht hier, um uns einzusperren? Nein. Augenblick mal. Warum glaubst du, sollte ich euch einsperren? Wir sind vom Widerstand desertiert. Ihr seid was? Wir wollten nur einen Ort finden, an dem wir beide in Frieden leben können. Ist das so schlimm? Bitte sagt niemandem, dass wir hier sind. Bitte. Wir gehören nicht den Widerstand an. Wir sind Yoriha. Wir sind nicht verpflichtet, euch eure Vorgesetzten zu melden. Gott sei Dank. Trotzdem werden sie euch irgendwann finden, wenn ihr hier bleibt. Wir haben keine Wahl. Meine Bewegungsfunktionen sind defekt und uns fehlen die nötigen Materialien für eine Reparatur. Ich nehme nicht an, dass ihr uns zufällig diese Materialien bringen könnt. Wer? Wir? Wir selbst können sie nicht besorgen. Wenn wir diesen Ort verlassen, werden wir bestimmt entdeckt. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber wir versprechen euch dafür zu belohnen. Bitte. Wir helfen. Vielen Dank, wir brauchen nur eine komplizierte Apparatur, um die Reparatur durchzuführen. Ich habe eine der verlassenen Fabriken gesehen. Danke noch einmal. Wir wissen, dass ihr das schaffen könnt. Na, da helfen wir doch gerne. Mein Gott, was sind wir heute wieder gütig zu den Leuten. Wir sind echt nett. Da ist noch was. Klickst du lieber an. Wir gucken noch mal ganz kurz hin. Willkommen, Dörfler. Ah, hier können wir... Achso, hier können wir... Maschinenschwert. Ich
Wir haben genügend Geld, um uns ein Maschinenschwert zu kaufen. Wir könnten uns rein theoretisch kaufen. Er hat 4 Kombos. Oder hat 2 Kombos und schlägt dafür viel härter zu. Ich glaube, wir bleiben aber bei Schwert, weil es viel mehr Kombos hat. Wir kaufen Gegenstand ausrüsten. Ja. Waffe. Kleines Schwert. Das ist ja voll für den Arsch. Schön. Das ist ja voll für den Arsch. Ah, das können wir nach hinten. Ah, das können wir nach hinten machen. Ja, das ist natürlich dann wesentlich besser. So, dann haben wir das wenigstens. Dann haben wir 2 Schwerter wieder hinten auf dem Rücken. Upgrade, tugendhaft. Wir haben keine Kohle, ne? Achso, ne, uns fehlt defekte Schlüssel. Okay. Die Häschern habe ich von einem legendären Schwertschmied, der im Wald lebt, gelernt. Wenn er nur auch hier in Dorf kommen würde. Ja. Willkommen, brauchst du was Bestimmtes? Kaufen? Kleine, mittler. Zeigt eine Soundanalyse als Grafik. Aha, toll. Blendet Erfahrungsleiste und Menge verdiente Erfahrung ein. Das ist eigentlich noch ganz cool, aber... Angelplatz blendet... Na gut, nee. Autoangriff? Nee. Schnelle A reduziert Abklingzeit des Pod-Programms um 2%. 0,5 pro Sekunden Unbesiegbarkeit nach dem Schaden. Erhöht die Fundrate, verdiente Erfahrung, Tierköder, Beutel... Ein Tier geben, um es zu reiten. Verdammt, wir können hier Tiere reiten? Ja, was können wir hier eigentlich nicht in dem Spiel, ganz ehrlich. Komm mal wieder vorbei, bestimmt. Wo ist denn das andere? Können wir jetzt auch gleich erstmal eine Aufnahmepause machen. Haha. Komme ich denn da jetzt am besten hin? Wir laufen hier auf dem Baum. Das wäre unten irgendwie, ne? Unten und dann, wenn wir wieder rausgehen, irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ja, gut, okay. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt speichern und jetzt eine Aufnahmepause machen. Haha, habt ihr nicht mitgerechnet? Ich weiß, ich auch nicht. Na, jetzt haben wir die Zeit wenigstens erfüllt. Dann ist es wenigstens eine ganze Folge geworden und auch keine überlange Folge. Und du besteig nicht ständig die Leiter. Mensch, was ist denn los mit dir? Und naja, so passt das dann wenigstens. So können wir dann ganz anständig hier beenden, ohne dass es irgendeinen Cut in irgendeiner Folge gibt, sondern einfach Ende und dann passt's. Ja, ich hoffe dann einfach, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann versuchen, die weiteren Aufgaben zu finden und die weiteren Aufgaben zu lösen, die wir ja jetzt hier noch bekommen haben, mit Teile suchen und, naja, ein kleines Robotermädchen suchen und was weiß ich nicht alles. Ich bedanke mich schon mal, dass ihr... Musste ich mal kurz machen. Ich bedanke mich schon mal, dass ihr dabei seid und ich hoffe, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder und bis dahin auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.